So. Passt. Schauen wir mal rein. Ich habe dankenswerterweise von Flo, der mich gerade im Skype anschreibt, die Möglichkeit bekommen, Dragon's Prophet zu testen heute. Ja, das Spiel steht an und für sich noch unter NDA. Das heißt, normalerweise darf man da keine Bilder, keine Streams, keine Videos und so weiter davon machen. Wir haben heute trotzdem die Möglichkeit, da mal reinzuschauen und uns so ein bisschen einen Eindruck zu verschaffen, wie sich das Spiel entwickelt. Ja, ich habe gestern, ihr seht das, ein Level 6 Char, ich habe gestern da schon mal ein bisschen reingeschnuppert noch am Abend, wo ich den Key bekommen habe, und kann nur sagen, es schaut immer sehr, sehr interessant aus. Ja, und jetzt fangen wir einfach mal an und erstellen uns einen Charakter. Nachdem ich ja so einen Guardian, sprich einen Krieger schon erstellt habe, erlaube ich mir jetzt einfach mal irgend so was Range-artiges nehmen. Also ihr seht da, Guardian, okay, gut. Dickes Zweihandschwert, Krieger, Kämmer. Ja. Ranger, Bogen, auch klar, was das ist. Ja. Oracle, das dürfte so eine Art Heiler sein. Ja. Also das ist da die Heilklasse in Dragon's Prophet, ja, mit Mystical Energy und so weiter. Und dann gibt es den Sorcerer, naja, Nano, ja, der hat schon sein Feuerbällchen in der Hand. Ja. Auch relativ klar. Also ich möchte einfach einen Ranger machen, ja. Und ich spiele jetzt nicht gern weibliche Charakter, also machen wir einen weiblichen Ranger. Ja? So, das ist schon mal das erste Schöne in Dragon's Prophet, man kann so ziemlich alles verstellen. Ja, also im Gegensatz zu vielen anderen neuartigen MMOs, wo man vielleicht nur die bestimmte Köpfe auswählen kann und so weiter, kann man alles verstellen, muss aber nicht alles verstellen, weil es gibt Character Postures, also es gibt so vorgefertigte Charaktere, beziehungsweise gibt sogar Styles, ja, wo man einfach ein paar vorgefertigte Styles hat und sich gar nicht so großartig damit beschäftigen muss. Ja, ja, wir nehmen jetzt einfach irgendwas, was uns gefällt. Ja. Da könnte man jetzt wirklich jede Kleinigkeit noch verstellen, das tue ich nicht, dafür bin ich viel zu faul. Ja, Hairstyle schaut eigentlich eh ganz gut aus. Und man kann auf der linken Seite, seht ihr das, kann man natürlich auch die Farbe von dem Ganzen verändern, ja. Wir wollen jetzt großartig die Farbe eigentlich von dem Charakter gar nicht verändern. Was wir wollen ist, mir gefällt das nicht gut. Achso, das ist die Kleidung. Oh, my fault. Damals, Pupil Color, ja. Wir wollen... Oh, das wollte ich nicht. Das wollte ich, das ist Eisblau, genau, Eisblau was. Gefällt mir nicht gut, nehmen wir, ja. Und damit ist auch alles gut. Ja, mehr brauche ich da großartig gar nicht. Ja, und da kann man natürlich sich noch für das Equip entscheiden. Und ihr könnt das Equip komplett umfärben. Ja. Wie ihr das wollt. Ja, nehmen wir da mal so etwas Helles. Ja, schaut doch ganz nah. Nehmen wir Eisblau. Eisblau war cool, haben wir gesagt. Na bitte. Ja, dann steht unser Charakter schon da. Mit seinem Bogen. Und wir sagen jetzt finalisieren. Ah ja, genau. Und soll natürlich einen Namen eingeben. Das wäre vielleicht noch sinnvoll. Generell für die Zuschauer, in den Twitch-Chat reinkommen, Fragen stellen sind erlaubt, soweit ich sie beantworten kann, tue ich das gerne, aber wie gesagt, ich spiele es jetzt auch zum ersten Mal, also zum zweiten Mal technisch gesehen, aber die Vorerfahrung hält sich noch ein bisschen in Grenzen, ja. Da nicht wundern, das hatte ich gestern schon, dass das ein bisschen länger dauert, aber das Spiel befindet sich, wie gesagt, zum jetzigen Zeitpunkt in der Closed-Beta-Phase, ja, und im Gegensatz zu vielen anderen Spielen, die ja in der Beta oftmals schon wirklich komplett fertig sind, ja, ist es so, dass hier wirklich noch getestet wird, ja. Im Moment befinden wir uns, glaube ich, in einem Server-Stress-Test, ja, und ja, wir schauen jetzt einfach mal rein. Man kann im Moment nur ein Gebiet auswählen, normalerweise hat man zwei Startgebiete. Ja, ich habe gestern links Hatira, glaube ich, heißt das Gebiet genommen. Heute fangen wir unten an und startet da sozusagen seine Karriere als Ranger und ballern alles ab, was da rundherum steht. Moin, Yuka. Die neu zuschauen, sind natürlich auch herzlich eingeladen, meinen Stream zu folgen. Ja, wir streamen ja nicht nur Dragon's Prophet, wir streamen ganz, ganz viele unterschiedliche Sachen. Und heute haben wir, wie gesagt, die Möglichkeit, da mal reinzuschauen und zu gucken, ja, was das Spiel so bringt. Moin, Varul. Und Dagrim und Tranatos. Und jetzt, glaube ich, euch auf jeden Einzelnen zu begrüßen, sonst wird es gefährlich.
So, das Spiel ist noch nicht vertont, muss ich sagen. Das heißt, das Spiel hat noch keine Vertonung, soll aber kommen. Ja? Also wollen das einfach mal in unserer ersten Bewertung außer Acht lassen. So, ich würde das gerne noch ein Großbild hier machen. Nein, das will er nicht. Okay. So. Ja, ihr seht, es ist ähnlich von der Bewegung her wie, wie typische MMOs, wie SD-Steuerung. Und ihr habt es jetzt da herunten. Sieht das hier sehr schön. Ah, vielleicht kann ich es jetzt groß machen. Yes. Ihr seht es jetzt hier unten, linke, rechte Maustaste für die Standardattacken. 6 ist Capture Dragon, das werde ich dann noch irgendwann verlegen. Ja, und dann haben wir ganz normal Fähigkeiten inklusive QE und ich habe es auf einen Mausbutton gelegt. Mausbutton-Fähigkeiten, sprich Hauptfähigkeiten, Dodge-Fähigkeiten und so weiter. So, und bevor der jetzt unseren Typ da eliminiert, schießt man den ab. Und man sieht schon, es ist actionlastig. Ja? Das Schöne ist, ich führe das ganz kurz vor, ihr seht es auf der linken, auf der rechten, oh, jetzt soll ich den drauf machen, ja. Das ist mir etwas peinlich, das wollte ich gar nicht. Ihr seht rechts unten immer eine Veränderung der rechten Maus-Cursor-Fähigkeit. Ich schaue, ob ich das finde, um es euch zeigen zu können. Ich weiß nicht mehr, wo das genau war, ich habe das gestern gefunden. Schau mal. Haut der mich? Der trifft mich, gell? So eine dumme Sache. Aua! Ach verdammt, da gibt's ja nicht. Taste K, sehr gut, danke. Ja, ich muss den zuerst einmal eliminieren. Bleibst du da? So, okay, Taste K. Das war's, gut, Taste K, genau. Da haben wir's und da gibt's sowas wie Combo Skills, ja? Und mit Combo Skills, das ist, ich will das jetzt nicht, ich will das jetzt nicht unbedingt. Dritter Reiter? Nein, nein, das war schon da. Ich will das jetzt nicht zu übertreiben, aber. Alter! Gibt's ja nicht. Hört auf mich zum Schlagen. Das ist sehr unfassbar. Kaboom. So, und boah, bin Level 2. Ah, unfassbar. So. Nochmal, da können wir ähnlich wie bei irgendwelchen anderen Spielen Kombos machen. Das heißt, bleibe ich einfach auf der linken Maustaste drauf, mache ich einen Powershot, mache ich linke, rechte Maustaste, mache ich einen Bombardshot und wenn ich nur rechts klicke, bin ich im Sniper-Mode. Ja, da sieht man schon, da ziele ich ganz genau und lasse dann einen ziemlichen Bums raus danach. Ja. Ja, also ähnlich wie in Fighter-Spielen habe ich da die Möglichkeit, so, was werden wir brauchen? Wir werden Decks brauchen wahrscheinlich. Increase Critical Hit Chance, das finde ich sexy. Ja, das nehmen wir. Zack. Ja, also ähnlich wie in so Kampfspielen hat man hier die Möglichkeit, System Settings, wir werden jetzt das Audio abschalten, damit wir ein bisschen Musik machen können. Ja. Ach, da ist das Audio verlaufen. Hat man die Möglichkeit, so Kombos zu machen. Ja, das ist auch recht interessant. Man zielt nicht mit Tab, sondern einfach indem ich hin. Ihr seht so eine rote Umrandung. Ich muss also einfach nur so intuitiv hinzielen. Und das ist ähnlich wie. Ups, das ist ähnlich wie zum Beispiel jetzt Neverwinter oder auch. Ha, bis der Depp durch den umgebracht habe, ja. Oder auch Age of Conan damals, ja. Also nichts reintappen und angreifen, sondern einfach hinzielen und umschießen. So, ich muss 3 so Settlers töten. Sind das diese komischen Viecher? Ich hab... Nein. Aber ist wurscht. Bugs wollen auch immer getötet werden. Man sieht, ich kann auch da brav im Laufen herumcasten und habe jetzt auf der Mausplatte auch. Ihr seht so ein Dodge, wo ich ausweichen kann. Ihr seht dann oben eine blaue Leiste. Diese blaue Leiste, da ist er tot. Diese blaue Leiste sagt mir an, wie oft ich da dodgen kann. So. Also zum jetzigen Standpunkt werden es auf jeden Fall Krieger dann schwer haben, einen Ranger zu verfolgen. Also das kann man jetzt schon sagen, wenn der herumlaufen kann und schießen kann, er sieht sich laufen rückwärts genauso schnell wie vorwärts, dann ist es natürlich etwas schwierig für jegliche Art von Melee daran zu kommen. Aber da wird sicher Slow-Effekte und sonstiges geben. So, einen Settler wollen wir eigentlich noch töten, oder? Uh.
Gott, sind das viele Bugs, das ist ja unfassbar. Das sind wirklich viele Bugs. Jetzt stirbt, keine Mistviecher da. Yeah, super, der hat jetzt nicht zählt, verdammt. Gut, scheiße ich auf die Bugs, ja. Da wird der Händler abgeschossen. Perfekt. Ja, das Game ist voller Bugs, das ist korrekt, ja. Oh, da kommt Oberbug. Ja, das ist schon, nein, das ist also ein kleiner Doom Dragon. Und darum handelt es sich in dem Spiel auch, es geht um Drachen, ja. Man kann dann auch Drachen zähmen und so weiter. Ich hoffe, ich komme dazu, ja. Jetzt hat er mir das auch gesagt auf K, ja. Und ihr seht oben auch rechts den Balken, ich schieße jetzt gerade diesen Doom Dragon ab, ja. So, der ist natürlich noch nicht allzu schwer geschaltet, ja, weil ich bin ja noch ein armer kleiner Level 3 Charakter. Das ist primär mal zum Kennenlernen, ja. So, und jetzt sind wir in Siberna. Und ihr seht ja schon, ich habe da auf der Map auch immer gezeichnet, wo meine ganzen Questgeber sind und so weiter, wo die Merchants sind. Und jetzt gehen wir einfach her und das funktioniert wie in anderen Spielen auch. Die F-Taste drücken, ja, und Klatsch annehmen, sich freuen. Das machen wir jetzt natürlich bei den ganzen Kameraden hier. Ja, wir wollen ja XP. So, da muss ich jetzt natürlich auswählen, dann nehme ich natürlich logischerweise den Bogen und da sagt er mir schon, oh, du bist mighty equipped, ja? Oh, falsche Taste. Du sollst den Bogen equippen. Na gut, wenn das so ist, mache ich das natürlich gerne. Ja, Rechtsklick drauf, zack, current equipped und ich bin drauf. So, wie immer bin ich ein absoluter Lore-Banause, ja? Das ist leider Gottes bei mir wirklich ein Fluch. Da hinten kann ich einen Quest abgeben. Das ist leider Gottes wirklich ein Fluch bei mir, dass ich mich zu wenig für Lore interessiere. Also ich hoffe, Flo ist mir da auch nicht allzu böse. Die Grafik ist auf Max-Settings. Also die Grafik ist im Verhältnis etwas vom Gefühl her schwächer als in anderen MMOs. Ja. Will ich jetzt aber auch nicht grob bewerten, weil auch schwächere Grafik kann durchaus Spaß machen. Ah, das ist dieser Transporter, genau, das haben wir beim letzten Mal auch schon gehabt. Sag ich jetzt gar nicht, Flo, ja. So, was muss ich denn da machen? Ich hätte mir das vielleicht doch durchlesen sollen. Verdammt. Das ist immer dasselbe mit mir. Aha. Okay. Was wollen wir dazu machen? Weg. Weil, wollte ich jetzt noch dazu sagen, Grafik will ich gar nicht übertrieben bewerten, weil es regt sich bei Minecraft auch keiner über die Grafik auf. Ja? Also Grafik ist für mich inzwischen so eine nebensächliche Geschichte. Es kann etwas schön aussehen, komplett scheiße sein. Ja? Es kann etwas eher schwächer ausschauen und kann ein total cooles Spiel sein. Ist für mich jetzt nicht klassisch maßgeblich. Ja? Oh, what the fuck, leckt es jetzt bei mir oder stoße ich da? Es könnte jetzt natürlich sein, also bitte nicht wundern, soll es ein bisschen länger. Ihr seht, dass da die Server ziemlich voll sind, weil jetzt gerade der Stresstest läuft und die ganz bewusst alle in ein Gebiet gescharrt werden, die Leute. Und ich will jetzt gar nicht sagen, ob das nicht mitunter einfach daran liegt, dass es hier etwas zu einer überhöhten Population von Spielern kommt. Gestern waren die Server hier komplett leer, ja, also da war relativ wenig noch los. Heute ist natürlich Stresstest, viele Leute spielen. So, muss ich den überhaupt töten? Ja, ich bin ihn einfach um, weil ich es kann. Ja. Und der zählt gerne für mich. Puh. Schau mal, auf der Map ist immer eingezeichnet, wo ich mich bewege. So, dann nehmen wir uns den da hinten mal, oder? Da, der schaut aus, als würde er getötet werden. Ja, das schaut gut aus. Ja, du kommst zu spät, mein Freund. Ja. Oh, das haben beide gefunden.